Stimmung geht gleich in den Keller. Wir komm ich an. Zurück. Entführe uns in eine Zauberwelt. Wieso geht die Stimmung in den Keller? Das will ich aber nicht. Was ist falsch? Schon am Anfang des Streams. Unser Geld nicht mit, weil wir unser Gold nicht mitnehmen dürfen. Richtig. Tja, ihr seid am Ende des Abenteuers in den Helikopter gestiegen und habt nicht dran gedacht, euer Geld mit zu, das, die Schatztruhe können wir uns zu bergen. Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass in der Truhe nur Schokogoldmünzen fahren, wirklich einfach als Vorreise. Ich hab das Gold nicht untersucht. Ich habe das nicht weiter untersucht. Wenn ihr euch das einhängen wollt, dass der Gold ist. Können wir einfach sagen, wir haben es einfach gegessen. Da sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Willst du die Stimmung direkt in den ersten 5 Minuten kaputt machen? Ihr habt's gegessen. Das war noch. Gut, wir haben's gegessen. Ihr habt's gegessen. Auch das. Ihr habt die Affen-NFTs eingesteckt. Ja. Der hängt zusammengekrollt unter meinen Rolexes. Ja. So ungefähr. Ist das eigentlich die Wertung von Rolex? Ich weiß es nicht. Rolexi. Ich weiß es nicht. Uhren. Im Zweifel Uhren. Okay, diese Musik ist ein bisschen penetrant. Einfach leise machen und nicht drauf eingehen. Das killt immer die Stimmung. Ihr seid auch noch ziemlich leise. Und das wird noch ein bisschen lauter werden. Ach, wirklich? Nein, gar nicht. Schade eigentlich. So, machen wir mal. Bist du dir 100% sicher? Au. Ich liebe es, wenn Leute übersteuern. Ich liebe es. Ich hasse es. Voll. Soundboards. Ich hasse es einfach nur. Ich weiß, deshalb habe ich es gemacht. So, wir brauchen keine Pre-Show. Wir können direkt reinstarten. Wir starten einfach mal damit, dass wir euch mal eure. Mit dem schönen Helikopter hin, Geräusche mit dem Rund. Du kannst auch über World 20 Sachen einspielen, nur dass du ja, weißt. Ja, dann hören wir das tatsächlich auch. Ja, es ist aber nur nervig. World 20 Sounds sind nur nervig. Nein, dann. Sind gut, wir auch in der Stimmung. Wenn du das meinst, wir stellen uns einfach mal Helikopter-Sounds vor. So wichtig sind die auch nicht. Doch. Die sind das Wichtigste. Gut, ich würfel euch mal Geld aus. Das machen wir, weil ihr wohlhabende Leute seid. Kriegt ihr mal. Ich auch. Wieso eigentlich? Wir waren Wochen auf der Insel und hatten bis da kein Geld dabei. Ich plädiere dafür, dass wir kein Geld haben. Ihr habt Geld bekommen. Im Helikopter hat man euch, hatte die Möglichkeit, euch irgendwie. Nenn mir einen plausiblen Grund, warum man uns Geld gibt. Wir sind doch immer noch reiche Leute. Ihr habt die Kreditkarte rausgezückt und habt euch was abgehoben. sagen wir mal. In der Reihenfolge von Discord-Server mache ich es einfach mal. Ich sehe schon, ich kriege 3 Geld. Ich bekomme Geld. Nein, ganz so ist es nicht. Schau. 40. Na, schau, das klappt, der Wurf. Nein, funktioniert nicht. Was? 40 die 100? Ja, ihr kriegt eine Menge Geld. Ich glaube, du musst das Leerzeichen zwischen 40 und D100. Ich würfel's einfach kurz, Moment. 40, D100. So. Ups, ich hau auch gerade. Ja, können wir auch machen. Das müssen wir nämlich 4-mal machen. Deswegen. Ich hab für mich gewürfelt. Du hast für dich gewürfelt. Müssen wir es noch 2-mal machen. Wollen wir erstmal warten, bis es, ja. 40. D100. Und dann kriegen wir noch ein drittes Mal. Dann ein viertes Mal. Ist das auch 40? Moment. 40. Lass mich mal zählen. Ja. Und hier kommt das vierte Mal. So, und Modi hat sich sein Zelt ausgewürfelt. In der Serverreihenfolge dann kriegt Nick. Du hast 1900
69. Und zwar, das trägst du jetzt mal bei den Pfund ein. Das sind Pfund, die ihr gekriegt habt. Dort bei dem, das L. Wow. Und wir können gerne auch noch die anderen auswürfeln. Wie viel es in Euro sind. Das sind Pfund, die ihr dabei habt. Das sind Pfundmünzen, die habt ihr. Okay, deshalb stürzen wir also ab. Ja. Aber es sind auch Pennies eigentlich und keine Pfundmünzen. Okay, das sind Scheine. Von mir aus. So, ihr wisst, welche, was ihr kriegt. Sekunde. Reihenfolge. Mordi hat sich dann selbst ausgewürfelt, dann kriegt Pathfinder, also Anna. 2139. Und 2042 kriegt dann... Können wir uns einfach drauf einigen, jeder würfelt sich sein Zeug selber aus, dann... Das haben wir doch gerade gemacht. Ja, aber dann ist es nicht so nervig, das zu festlegen. Kurz okay, ja, ihr könnt euch jetzt nochmal Euro und Dollar könnt euch nochmal auswürfeln, wenn ihr wollt. Wirkt dann wieder 40 wie 100, alles klar. 1, 2, let's go. Was ist euer Vermögen, was ihr dabei habt? Das erste Euro, das zweite Dollar lege ich jetzt fest. Okay. Ich habe nur gerade mal die Pfund festgelegt, weil... Was finden? Trag euch das mal ein. 2014. Für reiche Leute ist das wenig Geld. Ja, ich hab ja nur, es ist ein bisschen was, ein bisschen Kleingeld abgehoben für den Fall. Ich glaube, der braucht so lange, weil wir noch die animierten Würfel haben. Auch, ja. Der versucht es zu animieren. Ja, aber das ist es wert. Wenn da auch schon mal ein Helikopter zu uns, die nur sehr leise im Hintergrund sind. Warum würfeln wir jetzt so viel? Weil wir drei Währungen haben und für alle drei Währungen kriegst du einen Wert. Ich verstehe. Ich bin mal gespannt, inwiefern diese Währungen Einfluss haben werden. Teilweise. Ihr findet ein McDonald's ein. Big Mac kostet 2000 Dollar. 2191. Da habt ihr einen Schatz, den ihr mitgehen lasst. Gehen. Habt das von Insel. Großartig. Die am weitesten akzeptierte Währung habe ich am wenigsten von. Sympathisch. Ich auch. Aber. Als würden wir die EU verlassen. auf der Insel haben wir kein Netz. Das heißt, wir sind noch im deutschen Luftraum. Aber Pfund ist auch gut. Nein! Jetzt habt ihr euch alle ausgewürfelt. Das bringt dir nur was in England und ist außerdem unglaublich instabil. Weißt du, wie viele britische Kolonien es gibt? In welchem Jahr spielen? In welchem Jahr spielen wir 1612? Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Es müsste ungefähr 2030 sein jetzt. Jesus Christ. Ihr seid gut, also kann man sich mit dem Geld. Also mit dem Pfund tatsächlich einen Big Mac leisten. Gut. Ihr seid. Aber auch nur einen. Ihr seid 2023 seid ihr mit dem Flugzeug aufgebrochen. Von Teil 1. Naja, dieser weirde Timeskip, der. Sofern Zeit eine Rolle spielt. Wir sind der Entdecker dieser Insel, das heißt, uns gehört diese Insel. Die werden wir vermarkten. Ja. Wait a second. Hattest du nicht gesagt, es gibt keinen Timeskip? Ihr wart sieben Jahre lang auf der Insel. In das Universe gibt es einen, aber für uns nicht. Achso. Für euch nicht. Es beginnt nahtlos dort, wo ihr aufgehört habt. Jo, die Insel ist halt direkt über dem schwarzen Loch, was willst du machen? Gut, habt ihr alle euer Geld ausgewürfelt? Ja. Jawohl. Dann würde ich mal sagen, können wir reinstarten ins Abenteuer. Auf geht's. Ja, in dem Sinne.
Muss man gerade selbst reinkommen? Wir warten. Gut, ihr sitzt als siegreiche Helden nach dem überstandenen Abenteuer auf Nuri Island im Hubschrauber zurück nach Deutschland. Und ja, den Carlo, den habt ihr auf der Insel zurückgelassen. Aber ihr habt eine neue Person, habt ihr im Hubschrauber euch gegenüber sitzen oder neben euch sitzen, die darf sich gerne mal gerade vorstellen. Hallo, ich bin Darius Wozniak. Aber ihr könnt mich Wozniak nennen. Hallo. Das wird schlimm. Hello, wir müssen ihm nur genug auf den Kopf geben, damit er schlau. Ich bitte darum, normal zu reden. Oh Mann. Nein, ich hab ganz so Spaß gehabt. Wenn im Roleplay gespielt wird, dann wird im Roleplay gespielt. Ja, ich rede normal, aber im Roleplay rede ich Roleplay. Ja, wenn es sein muss. Genau. Sei froh, dass ich mir keine nervige Stimme überlegt habe. Ja. Sei froh, dass ich ihn davon abhalten konnte, was er eigentlich vorhatte. Nein. Gut, ihr habt Darius Wozniak vor euch, ein sehr breit gebauter Typ, der für euch zum Schutz abgestellt wurde, der mit dem Helikopter mitgekommen ist. Ihr habt einen Bodyguard bekommen, der jetzt, nachdem man davon gehört hat, was mit euch auf der Insel passiert ist, hat man den euch, wie auch immer man das gehört hat, hat man euch eine Begleitung an die Seite gestellt. Und ja, der Co-Pilot wendet sich an euch und meint, ich habe es am Ende des letzten Abenteuers schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. er meint zu euch, dass ihr seid 7 Jahre lang oft verschollen gewesen und man hat lange noch nicht gesucht und ja. Ihr seid jetzt, nachdem ihr einen Funkruf abgesetzt habt, seid ihr gefunden worden und man hat euch diesen Hubschrauber geschickt, um euch von der Insel zu retten. Und man bringt euch jetzt zurück nach Deutschland, in die Heimat, wo ihr erstmal euren Tätigkeit nachgehen könnt. Ja, da sitzt ihr nun in dem Hubschrauber. Ihr habt jetzt Zeit, euch. Ihr könnt euch an und koche uns was. Ihr könnt euch erstmal mit dem neuen Mitglied unterhalten, oder wenn ihr wollt, oder auch nicht, oder? Nein, ich habe nach meiner Vorstellung jegliches Bedürfnis, mich mit ihm zu unterhalten, verloren. Ich suche eine spiegelnde Oberfläche und gucke, ob ich älter aussehe. Älter vielleicht nicht, aber auf jeden Fall siehst du sehr viel fertiger aus als zu Anfang. Keiner von uns hat einen Vollbart, gut zu wissen. Wow, 7 Jahre. Also wenn du das wissen willst, ihr seht nicht so aus, als wärt ihr gealtert. Es ist ein schwarzes Loch unter der Insel. Ja. Wir sind in die Zukunft gehüpft, yay. Das müssen wir. Aber ihr seht auf jeden Fall sehr. Vermarkten. Sieht sehr. Insel wird der Untergang jeder Beauty-Firma. Ihr seht, auch wenn ihr nicht gealtert seid, euer Gesicht seht sehr alt aus. Ihr drei und der Wozniak. Dann frage ich doch den neuen mal. Wo genau kommen Sie her? Hallo? Was? Wo dein Haus sein? Und Anna macht so, mit ihren Händen formt so ein Haus. Ah. Die Kommunikation könnte ein bisschen schwierig werden. Gut. Wer ist der aktuelle Bundeskanzler? Was ist das? Als ob er weiß, wer der Bundeskanzler ist.
Was ist 2 plus 2? Warte. Und ihr seht, wie er gerade mit seinen Fingern zählt. 30? Würfel mal auf den deinen Basiswert wissen, ob du das weißt. Ich glaube, er hat keinen, oder? Ich hab 7. Wait, was? 7? Ich hab Handel 0. Nee, bei Wissen. Ja, ich weiß, es fällt mir nur gerade ein. Und dann spielst du so dumm. Gut, ich bin der ungeschickteste Mensch, wegen Wahrnehmung. Den es jemals gab. Nein, ich hab's nur wegen Wahrnehmung, deswegen. Nein, 30, oder? Ja. Ach, halt die Schnauze, mein Wecker klingelt. Doch, du meinst mich. Das ist unhöflich. Hat uns jetzt verlassen wegen... Oh, schade. Ja, ich hab ihn eigentlich gemocht. Und dann bin ich wieder. Ah. Vermutlich. Ich würde im neuen Mal den Statuenkopf morgen stellen, die Hand geben und würde sagen, kannst du das mal zerdrücken? Bist du wirklich? Du bist aber wenigstens starkes, wenn er schon nicht schlau ist. Das ist die Frage, würfel ich da auf Einbrechen oder auf Faustkampf? Mach mal, ich glaub Faustkampf. Würfel auf deinen Basishandeln Wert. Ah nee, der dürfte auch gut genug sein. Nee, der ist 11. Ich hab nicht viel Handeln, ich hab viel Kampf. Oh, okay. Dann mach auf Faustkampf, du kannst ihn mit der Faust zerschlagen. Okay. Geschafft, easy. Du zerschmetterst das Ding. Er ist also doch nützlich. Und dann stehe ich auf, geh zu meinem Platz. Und weil ich plötzlich Handel 0 habe, stolper ich über meine eigenen Füße. Ja. Warum hast du Handel 0? Weil ich nur Kampftalente hatte. Und wir haben jetzt Kampf als Kategorie. Deshalb habe ich plötzlich Handel 0. Tja. Dumm gelaufen. Ich bin plötzlich lebensunfähig. Ja. Aber wie ich euch gesagt habe, sag ich nochmal im Stream, ihr habt die Möglichkeit, voneinander Sachen zu lernen. Vielleicht wäre jetzt die Möglichkeit. Vielleicht kannst du jetzt dir etwas beibringen lassen, dass du bei anderen erfahren kannst. Nein, werde ich nicht. Ich werde durch dieses Abenteuer stolpern. Wie geil ist es weiter? Hey, dann ist das so. Könnt ihr basteln beibringen? Das kann ich schon. Aber unter Wissen. Ja, okay. Merkwürdig. So, okay. Ja, ihr sitzt dort und plaudert ein bisschen miteinander und einer zerbricht eine. Was war das? Ein Morgenstern? Ein Kopf. Also den Kopf von dieser Diktatorenstatue. Das kannst du dir jetzt aus dem Inventar gerne streichen. Oder gerne drin behalten, wenn es kaputt ist. Nee, die wichtigen Sachen habe ich noch. Den Schädel und das Nagelbrett. Ich hab noch genug Waffen und ich werde mir neue machen. Ja, aber dann seht ihr, wie was passiert. Ihr bemerkt, ihr seht, wie im Cockpit des Hubschraubers etwas vor sich geht. Ich will mal ins Cockpit gucken. Befindet sich da überhaupt eine Person drin? Ja, zwei, ein Pilot und ein Co-Pilot. Die fliegen den Hubschrauber. Really? Und ihr seht, da sitzen zwei relativ nah nebeneinander. Und ihr seht auf einmal, wie der Pilot erstaunlicherweise eine Pistole hervorholt und ihr das verkraften könnt, diesen Eindruck, seht ihr, wie der Pilot dem Co-Pilot einen Kopfschuss verteilt und der Pilot dreht sich zu euch um und ihr seht ein bekanntes Gesicht für euch. Das könnt ihr mir gerade mal. Oh Gott, bitte sei nicht der. Wenn es dieser dreckige Professor ist, bin ich. Haben wir nicht sogar gesagt, den wollen wir eh mitnehmen? Ja. Nein, das haben wir gesagt, dass wir im Heli saßen, oder? Ja, erstmal. Herzlichen Glückwunsch. ihr seht ein sehr bekanntes Gesicht vor euch. Shit. Hey, wir wollten dich eigentlich wirklich abholen. Wir haben dich nicht vergessen. Ja, ihr seht gerade, wie er den Co-Pilot erschossen hat und er schreit.
Er schreit nur laut auf, ihr kommt mir nicht davon, und löst sich vor euren Augen in Luft auf. Okay. Hey, was ist hier passiert? Stürzen wir jetzt wieder... Entkommt von dieser Insel, tötet Gott. Stürzen ja. wir jetzt wieder Ozean. Genau das passiert nämlich gerade, weil der Hubschrauber ist gerade unbemannt. Der Pilot hat sich gerade vor euch Augen aufgelöst und der Pilot ist verschwunden, der Co-Pilot ist tot und ja, das ist auf jeden Fall nicht das. Frage, wie ist das Cockpit zu uns verbunden? Durch eine Scheibe oder direkt begehbar? Das ist relativ gut begehbar. Aber dass der Helikopter dreht sich gerade und begeht sich im Ich greife Sinkflug. Den Schaltknüppel und halte ihn zumindest gerade. Würfel mal auf Hubschrauber fliegen. Nein, das muss ich nicht. Jeder Mensch kann einen Knüppel gerade halten, dass er nicht rumwabbelt. Okay, du schaffst es. Das geht. Würfel auf deinen Standardhandelnwert auf den Knüppel gerade halten kannst. Ich drehe mich zu unserem russischen Freund um. Kannst du das mal halten? Hä? Ah! Ich habe nur 11 bei Handeln. Let's go. Okay, würfel auf deinen Standardhandelnwert, ob du schaffst, das festzuhalten. Nein. Das rutscht okay, das ist klein für meine Hände. Deine Hände sind tatsächlich ziemlich riesig. Das rutscht dir aus den Händen. Der Helikopter trudelt weiter hinab. Anders schaut sich um, ob es da irgendwo Rettungswesten gibt. Ich wollte mich auch gerade sagen, es wäre mir sogar herzlich egal. Ich würde einfach sagen, okay, ich sehe. Ihr seht, tatsächlich jetzt komplett unfähig und ich sage dann Tschüss und ich springe raus. Ihr seht tatsächlich nämlich jetzt auch, dass das tatsächlich draußen, außerhalb des Helikopters, beginnt gerade ein großer Sturm. Der fängt gerade an zu wüten und ihr geratet mit dem Heli in einen schweren Sturm und ihr habt ein großes Glück, ihr seht oder auch nicht, ihr seht, dass der Heli auf eine Küste zurast. Sei geradewegs auf eine steinerne, felsige Küste zu. Willst du die Tatsache ändern, dass ich gerade gesagt habe, ich springe aus dem Heli, solange wir noch über Wasser sind? Okay, cool. Willst du das wirklich machen? Ja. Ja, willst du. Ich sehe da vorne eine große steinerne Küste, da unten sehe ich Wasser. Okay, würfel mal auf Springen, oder falls du irgendwas da nicht hast, dann würfel auf. Um aus einer Tür zu gehen. Du darfst es ja, würfel mal, durchaus erlaubt. Würfel mal, auf, wie du im Wasser aufpreist. Wie gut du auf dem. Okay, du preist auf Wasser auf und bist tot aus der Höhe. Nee. Ich kann gerne mal auf irgendwas würfeln, nur ein Scheiß im Zweifel. Was darf genau? Ich ihn rauswerfen? Du springst. 53. Okay, worauf hast du gewürfelt? Ich weiß es nicht. Fantastisch. Es ist eine 53. Tu damit, was du willst. Großartig. Du landest in dem stürmischen Wasser. Darfst jetzt erstmal rudern, Du bist in einem stürmigen Gewässer. Die anderen sind im Heli. Wie weit sind wir ungefähr von dieser Küste entfernt? 100 Meter, 90 Meter, 80 Meter, 70 Meter, 60 Meter. Ich springe ebenfalls raus. Ich sehe eine andere Raussprung, ich springe hinterher. Machbar. Es ist vollkommen machbar. Wir enden wahrscheinlich wie Knossi in Seven vs. Wild Staffel 2, aber es ist durchaus machbar. Wollt ihr jetzt auf Land springen oder wollt ihr jetzt... Nein, ins Wasser. Ich springe die anderen hinterher. Das ist schwierig noch möglich. Okay. Ich frage ihn, letztes Mal wollt ihr auf... Also Mordi hat es noch geschafft, ins Wasser zu springen. Ihr würdet jetzt auf Festland springen. Was ist unsere ungefähre Höhe? Es ist immer noch besser, als in einem Heli zu landen. Richtig, das wollte ich nämlich gerade sagen. Was ist unsere ungefähre Höhe? Jetzt 0. Ihr landet. Ihr kracht mit dem Helikopter. Entweder ihr kracht ohne Helikopter auf den Boden oder ihr kracht mit Helikopter auf den Boden. Nicht das Konto. Ihr hattet, ehrlich gesagt, nicht mehr viel Zeit, um irgendwas zu machen. Der Helikopter ist relativ schnell abgestürzt. Ich glaube, das wird ein Solo-Abenteuer für dich. Ja. Wir werden gleich sehen. Vielleicht sterbe ich auch einfach. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Ihr dürft jetzt alle, die im Helikopter noch waren,
1W100 minus euren abzüglich eures Handelnstandardwerts würfeln. Warum habe ich alles auf Kampf? Alter? Nicht den Schaden, das ist nicht euer Schaden. Sondern ihr würfelt erstmal nur. Ich möchte nur gucken, was es bei mir wäre. Okay, das ginge sogar noch. Das ist nicht euer Schaden. Keine Panik. Eine 88. Oh, mein fucking Gott. Wir würfeln mal einen nacheinander. Abzüglich eurer Handelwerts. Haben wir Handeln und Kampf aufgeteilt? Ihr habt da nur einen Kampf aufgeteilt. Ach ja. Im Vorfeld. Cool. So, der mit dem höchsten Wert ist also nicht Molly. Der versucht zu schwimmen. Gut, ja, ihr schafft es tatsächlich noch irgendwie aus dem. Ihr schafft es irgendwie nicht zu sterben aus dem Heli raus. Erklär es mir bitte, los. Ihr seid früh genug gesprungen. Der logische Grund ist Plot Armor. Ihr seid früh genug gesprungen. Ihr habt versucht noch rauszukommen. Ja, aber ihr kommt irgendwie von dem Hubschrauber weg. Und ihr dürft euch gerade mal trotzdem mal 2W10 Schaden auswürfeln. Blöde Frage, was für ein Untergrund ist, auf dem der Heli gelandet ist? Ihr habt dort eben dort, wo ihr gelandet seid, müsste. Gras. Okay, gut. Wenn du gesagt hättest, Steine, hätte ich jetzt bitte mehr Schaden verlangt. Ja, Steine ist Gras, also mit so ein paar Steine liegen Gras. Auch rum, aber es ist jetzt kein harter Stein. Prost. Das sind übrigens 15 Schaden zu wenig bei mir. Könnt ihr einmal Schaden abziehen. Und ja, einer von euch wird ihm was das höchste gewürfelt. Ihr seht, wie... Nee, Anna hat das höchste gewürfelt. Anna hat das höchste. Ja, aber ich habe meine minus 4 abgezogen oder Anne einfach 0. Anne. Ja, ich habe 0. Okay. Achso, okay, ja. Dann. Oh, willkommen im Club. Okay, warum habt ihr euer Handel nicht aufgeteilt? Gut, ihr seht leider, dass Anna es nicht ganz so gut geschafft hat. Die ist leider... Die ist ein bisschen unter einem Heli-Teil festgeklemmt. Ich brech's ein. Zwar, bitte lass ihn explodieren. Bitte lass ihn explodieren. Und zwar der linke Arm. Der linke Arm klemmt noch. Linke Arm, ihr seht, wie Anna ziemlich laut vor Schmerz schreit. Und ihr linker Arm ist ein bisschen unter einem Teil einem Heli-Teil eingeklemmt. Darf ich das einbrechen? Machst du dir. Ihr habt ja einen sehr starken Charakter. Darf ich? Gerne. Du darfst. Aua. Würfel auf. Ich hab's geschafft. Okay, sehr gut. Möchtest du es anheben und nicht einbrechen? Nein, ich mach's kaputt. Erzähl mir, was du tust. Was für ein Teil ist es denn? Es ist ein... Weil kannst du drauf würfeln, ob du weißt, was es ist. Es ist ein Stück... Es ist ein Stück Metall, ein großes Stück Metall. Okay, ich nehme das Stück Metall und biege es zusammen, sodass der Arm frei wird. Das gelingt dir sehr gut. Oh Mann. Ja, deswegen... Groß und mit Glatze vor. Ich habe keine Glatze. Obwohl Glatze gut wäre. Ja. Schöne blonde Haare hat er. Ja, die links... Ich gebe dir mal keinen zusätzlichen Schaden dafür, weil du wurdest gut befreit. Ich schwimme. Ja, du schwimmst. Dir gebe ich das, dass du es mal schaffst. Du wirst irgendwie an den Strand gespült. Ein bisschen weiter unten ist der Hubschrauber ist auf einer Klippe gelandet. Du kommst unten am Strand, unterhalb der Klippe kommst du an. Ich werde mich jetzt erstmal nackt ausziehen, die nächsten paar Stunden auf einen Felsen legen und mit einer imaginären Kamera reden. Kurze Frage, ist mein Arm gebrochen? Sekunde. Ja. Dein Arm ist nicht gebrochen, aber du darfst dir erstmal auf jeden Fall verletzt, dein Arm.
Kannst dir deine Wunde eintragen. Ah ja. Ich gebe dir keinen extra Schaden zu, weil du gut gerettet wurdest. Ja, ihr seid jetzt dort. Was tut ihr? Seid in der Küste. Vielen Dank, Wojcik. Was tut ihr? Wollt ich umschauen? Bitteschön. Ja, ich würde versuchen, irgendwie runter zu Harold zu kommen. Ist das ein Sandstrand oder ist das ein Feldstrand? Es ist ein. Es wurde beschrieben als felsige Küste. Es ist eine felsige Küste, es ist ein Felsstrand. Es ist ein ziemlicher Felsstrand. Wir sollten tatsächlich nach ihm sehen. Styx bricht auf zu diesem. Nach unten, sucht einen Weg zu diesem Strand hin. Ist da irgendein Hang oder ist es einfach nur steil? Da ist ein Hang, der es euch möglich macht, da runter zu gehen. Ey, warte. Ich hab hier was. Und dann zeige ich ihm, dann bringe ich so meine Bergsteigerausrüstung und reiche sie ihm. Werde einfach den Hang heruntergehen. Na, hier. Der Hang ist gut genug, dass du da auch runterlaufen könntest, aber kannst dir auch gerne abseilen, wenn du es für nötig hältst. Oh, Wojcik, wieso hast du sowas dabei? Weil ich gut bin. Das war jetzt tatsächlich. Tatsächlich war es nicht mal meine Idee. Aber es. Ich hab's. Okay. Oh, das wird also Story relevant. Oder nein. Nicht? Das heißt, das lassen wir uns nicht verlieren. Haben wir eigentlich noch unsere wunderschönen Armbänder? Nee, die habt ihr nicht. Die haben sie nicht. Die hatten ja sowieso keinen Wert mehr nach dem letzten Mal, das heißt, wir haben so einfach so einen Tag verloren. Die waren tatsächlich, kann ich euch mal sagen, die waren tatsächlich relevant für eine alternative Story, die ich geschrieben habe, die ich aber verworfen habe. Also, die sollten. Ja, aber ich will mein stylisches bernsteinfarbenes Amulett haben. Vielleicht sind sie auch einfach unbemerkt zerbrochen, als der Kampf zu Ende war. Wer weiß das schon? Ja, schaut euch mal um, ob sie vielleicht irgendwo da liegen am Helifrack. Ich hab tatsächlich nämlich, ihr habt euer Inventar nicht bei euch. Vielleicht guckt ihr euch mal um, ob das irgendwo noch liegt. Hab ich mein Inventar bei mir? Ich bin geschwommen und nicht abgestürzt. Ich suche nach meiner Hantel. Ich suche nach meinem modisch und komplett nutzlosen Armband, mit dem ich vor mal ein paar Stunden noch Götter befehligt habe. Also Morty hatte sowieso keine Waffe mit dabei. Kann ich dann auf Wahrnehmung würfeln, dass ich meine Sachen finde? Technische Waffe. Ja. Darf ich auf Wahrnehmung würfeln, um meine Sachen zu finden? Ihr dürft mal alle auf Wahrnehmung würfeln, jetzt an dieser Stelle. Ob ihr da irgendwas... Hab was gefunden. Wer keine Wahrnehmung hat, der wird auf seine Standard handeln wert. Ich war erfolgreich im Wahrnehmen. Oder nee, Wissen ist Ito. Das. Okay, wer war erfolgreich? Ja, Wahrnehmung, let's ich. Go. Ich helfe mal. Ich war auch erfolgreich. Ich helfe mit einer 17 sehr gut. Okay, wer zuerst? Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut gerade. Mein Kopfhörer ist erstaunlicherweise sehr laut. Das Rauschen. Sie ist so leise, dass ich sie quasi nicht höre. Okay, bei mir ist sie sehr laut aus irgendeinem Grund. Ich könnte doch die Reihenfolge in Worldrend nehmen. Hat Wojcik. Wozniak. Ja. Achso, wer will als erstes was gesehen haben? Was? Sehen. Okay. Wer hat als erstes was gewürfelt und als erstes gesehen? Was hat denn Voice Wozniak gesehen? Wozniak, du hast als erstes vor den. Du findest tatsächlich in der Nähe des Helifracks findest du. Also neben alle möglichen Trümmerteilen findest du. Also du findest dein Inventar, du findest deinen Rucksack, den du dabei hattest. Aber ich hol sofort meine Hantel raus und flex ein bisschen. Aber du siehst leider auch, weil du hast geschafft auf Wahrnehmung zu würfeln, du siehst, dass dein. Du siehst dein Gewehr hattest du, glaube ich, dein Gewehr ist unterm. Das Wasser ist im Stream auch laut, das ist großartig. Dann machen wir es ein bisschen leiser. So vielleicht. Das ist so leiser.
Gut, jetzt bin ich abgelenkt. Du findest dein Gewehr, das ist in der Mitte durchgeteilt. Das ist kaputt. Du hast eine abgesägte Schrotflinte, hurray. Oh nein. Es ist so ungünstig durchgebrochen, dass es am Schaft kaputt ist. Das ist also nicht, falls man das beim Schaft nennt. Nenn's Zielrohr, danke. Oder nenn's einfach Rohr. Reicht eigentlich. Nenn es kaputte Waffe. Okay. Nein! Zum Glück habe ich nur meine Hand. Ja, und ihr findet alle. Basically, ihr findet eure. Inklusive der Waffen? Ihr findet Teile eures Inventars kaputt. Eure Waffen haben es leider nicht geschafft. Die sind scheinbar sehr zerbrechlich gewesen. Ich hab meinen Revolver nicht abgelegt. Die ist beim Aufprall kaputt gegangen. Es ist ein. Wie? Die Story sieht es so vor. Die Story sieht es so vor, dass eine Waffe, die hier mechanisch funktioniert und eigentlich nicht kaputt gehen kann. Ist zufälligerweise auf einen sehr harten Stein getroffen. An ihm dran. Selbst das halten die eigentlich gut durch. Gut, Helf mir, dem Spielleiter, es ist im Rotorblatt hängen geblieben. Genau. Wollt ihr euch dann noch irgendwie weiter umgucken? Wollt ihr weiterziehen? Ja, ich würde gerne. Einer ist schon den Strand runtergegangen. Einer wollte schon zum Mordi aufbrechen. Ja. Ja, das war sowohl Styx als auch ich, die zum Mordi unterwegs waren. Ja. Passiert. Ich mein anderes Bild. Ich laufe hinterher, aber mit meiner Hantel in der Hand. Okay, ihr kommt den Hügel hier so runter, so ungefähr so, dass dann kommt dein Hügel runter und seht Mordi unten an so einem, ihr seht Harold. Charakternamen. Ihr seht Harold an, ja, es ist so ein, ist tatsächlich eine Art künstlicher, also weiter hinten ist ein Steinstrand und ihr habt da aber auch so ein bisschen künstlichen Steg, wo steht tatsächlich ein Haus. Ein Haus kann man sich nennen, ist eine kleine Hütte, eher nur so eine Fischerhütte, wo ein bisschen, da ist ein Unterstellen, ein Schuppen, so eine Art Schuppen, der dort hier steht. Darf ich mal ganz kurz anmerken, wenn unten nicht das Watermark wäre, hätte ich gefragt. Sag mal, ist das in meiner Nachbarschaft? Es ist in Modis Nachbarschaft, er ist nach Hause gekommen. Ja. Leider nur Meter. Charakter hat keine Ahnung, wo er ist. Ja. Harold ist nicht zu Hause angekommen. Vielleicht. Gut, was tut ihr? Wohnen hier Leute. Wollen wir zuerst mal zu Harold gehen und gucken, wie es ihm geht? Oder? Nein. Vorzüglicher Plan. Ich nehme an, Harold ist in der entgegengesetzten Richtung zum Haus, oder? Oh, Spielleiterin. Harold liegt, den sieht er tatsächlich, der liegt unten, der liegt relativ in der Nähe, der entspannt sich gerade so in der Nähe am Haus. Ja, am Haus. Der ist zum Haus hingegangen, hat sich an die Hauswand gelehnt und chillt dort. Also Haus, das ist eine Hütte. Das ist weniger als hier im Bild, das ist so ein kleiner, das ist eine Bretterbude, wo bist da, ja, ein paar Scheiben drin. Gut, dann lasst uns zu. Also da wohnt. Das ist kein Wohnhaus, da wohnt keiner drin. Das ist so ein, das könnte, eure Einschätzung nach, da könnte man. Also für Angelmaterial könnte das sein. Da könnte man Zeugs drin. Existiert das Boot auf dem Bild auch dort? Welches Boot? Das große blaue Boot. Das ist kein Boot, das ist eine. Das da. Ja, das ist eine Metallkonstruktion, Wäscheleine, ein Bus. Angel und Insignien. Das ist eine Metallkonstruktion, auf der man Sachen ablegen kann. Ah, auf der man im Meer schwimmen kann. Da könnten mal Boote, das könnte mal eine Ablagestelle für Boote gewesen sein.
Da könnten mal Boote. So wie bei Kajaks, man wird dort auf dem so eine Metallkonstruktion, wo Kajaks drauf gelagert werden. Momentan ist kein Boot dort. Okay, das heißt, wir gehen als Gruppe zur Hütte hin. Sind wir angekommen oder sind wir noch auf dem Weg? Ihr kommt da relativ bald heran, es ist nur den Hügel runter, der Strand ist relativ klein an dieser Stelle. Nach dir mal, ich komme nach der Dingenszene rein. Ich glaube, dann ist realistisch, dass ich mich erholt habe. Ja, die sind jetzt bei dir. Hütte. Die sind bei dir. Ja, vor dir stehen jetzt drei andere. Ihr seht mich keuchend und irgendwas redend und sich aufregend auf dem Stein liegen. Ich brauche wohl noch ein bisschen. Ich komme nach der Hüttenszene zu euch. Dann sollte es wieder besser gehen. Genau das sagt er. Ich komme nach der Hüttenszene zu euch. Ich habe plötzlich eine Eingebung von irgendwelchen außerweltlichen Stimmen. Das muss eine Szene sein. Vielleicht rede ich auch irgendwas von versteckter Kamera oder so. Wer weiß. Ja. Gibt es das eigentlich noch? Nein, ich glaube nicht. Es gibt Verstehen Sie Spaß. Das gibt's noch? Ja. Barbara Schöneberger macht das jetzt. Großer Gott. Leben in der ja. Schlechtesten Timeline. Was ist Timeline? Du, ihr findet, ihr habt eine Hütte, ihr habt einen Harold. Was tut ihr? Vorsichtig in die Hütte loopen. Ito. Durch das, du hast tatsächlich ein Fenster, ein ziemlich dreckiges Fenster. Fenster. Hey, Wojcik. Es ist da jetzt, Tür, da aufmachen. Da ist dann ein Fenster und durch das Fenster. Okay, du brichst die Tür ein. Ich wollte dir gerade sagen, was du durch das Fenster siehst, aber du wirst davon abgelenkt, dass das Wojcik die Tür einbricht. Die er mit Leichtigkeit aus dem. Das ist einfach nur Holz. Das ist. Du reißt die halbe Hütte ein. Also du während du die Tür, also die Tür, also die Tür war lockerer als die Wand. Also du rennst durch die Wand durch. Das ist ein kleiner Schuppen. Also du rennst es da sozusagen. Du rennst. Du läufst durch die Wand. Du reißt die Wand aus ihrer Verankerung. Die Hütte hat jetzt nur. Feiner Wojcik, hast du brav gemacht. Die Hütte hat jetzt. Dankeschön. Die Hütte hat jetzt nur drei Wände. Praktisch. Die Hütte hat drei Wände. Ich würde dann in die Hütte eintreten und mich mal umschauen, was da drin. Was es da drin gibt. Da drin ist tatsächlich relativ wenig zu finden. Da ist. Also Angelzubehör, also ihr könnt euch da gerne Angel mitnehmen. Da liegt halt tatsächlich Angelbedarf drin. Gibt es dort drin zufällig einen Besenstiel oder irgendeinen langen Stabstock? Es gibt Angeln. Angeln. Es gibt Angeln. Das sind. Welche Angeln? Gute Angeln, schlechte Angeln, billige Angeln, teure Angeln. Genau das. Angeln mit kleineren Angeln als Köder. Genau das, was Mordi sagt. Es gibt gute Angeln, schlechte Angeln. Angeln mit Angeln als Ködern. Es gibt Köder. Dann hätte ich gern eine Carbonangel mit einem 5 cm Stahlvorfang. Die findest du da. Ausgezeichnet. Das war so präzise, du hättest nicht sagen sollen, das findet er. Da sind zwei, drei Angeln dort, das ist da. Ausgerechnet, diese Angel ist dort. Und ich habe noch zwei andere Angeln. Ich sag mal, da stehen noch zwei andere Angeln. Das eine davon ist. Eine davon sieht aus, als wäre sie für ein Kind, also eine kleine Kinderangel. Und die andere ist da. Ist eine normale. Eine handelsübliche. Langweilige Angel. Ihr findet Zeugs dort. Findet da so. Angelköder, das ist da ist eine Anglerhütte. Was in der Anglerhütte so drin ist. Haken. Ich würde mich gerne genauer umschauen, ob es da noch irgendwas Verstecktes gibt. Dann würfeln wir auf Wahrnehmung. Ich bin erfolgreich. Du siehst, dass es da nichts Verstecktes drin gibt. Vorzüglich.
Das ist auch, die ist auch, die Hütte ist nicht groß genug, um da irgendwas verstecken können zu drin. Also ihr steht zu dritt dort in der Hütte und das, ihr müsst euch schon aneinander kuscheln, um euch bewegen zu können in der Hütte. Also die ist da, ist wirklich, ist ein kleines Kapuff. Ist da. Ja. Ich würde aus der Hütte rausgehen, würde mich an den Steg setzen und würde anfangen mit Angeln. Würfel mal auf Angeln. Kein Angeln. Dann auf Basis Handeln. Gut, Angelszene ist vorbei, ich wache auf und ich bin plötzlich wieder normal fit. Nein. Du wirfst die Angel ins Wasser und ja, du angelst nichts. Du ziehst sie wieder ein und hast nichts am Haken. Cool. Willst du weiter angeln? Nein. Es war auch zum Gehen nicht ganz erfolgreich. Wir sollten irgendwas auf dieser Insel suchen, was nicht leer steht. Haben wir jetzt eigentlich alle Angeln mitgenommen? Bisher habt ihr nur eine mitgenommen. Gut, ich würde mir die anderen beiden mal angucken. Das eine ist eine Kinder. Ich würde eine suchen mit einer relativ reißfest aussehenden Leine. Wie gerade gesagt, das eine ist eine kleine Kinderangel und das andere ist eine handelsübliche, stinklangweiliger. Also dein Kompagnon, ich glaube Anne war das, wer hat die Angel mitgenommen? Die beste Angel ist schon unterwegs. Ist schon. Gut, ich habe halt nicht nach der Angel gefragt, sondern nach der Leine, welche am reißfestesten aussieht. Die von normale, oder? Die reißfesteste Leine ist die schon die Anne, glaube ich, hat. Von den beiden. Von den beiden erstaunlicherweise die Kinderleine. Die andere dann Leine nehme ich ist das da. Und würde einfach. Ist mit dem aber die ist aber kürzer. Was ich noch habe, die andere durchbrennen und auch noch einstecken. Das heißt, ich habe einmal eine Angelleine und einmal eine Angel. Okay. Wozniak nutzt die Hütte und fängt an, einen Witz zu erzählen. Treffen sich zwei Fische im Meer, sagt der eine. Hi. Der andere. Und hört einfach auf und geht einfach. Füchs, dürfte ich dich dran erinnern, was würfel auf Humor. Das wäre das letzte Mal. Ich würfel auf Humor und der wird eh nicht funktionieren. Würfel auf Humor. Hab's nicht geschafft. Die finden den Witz ganz schlecht. Ich finde den Witz schlecht, der war auch schlecht. Ihr findet den Witz ganz schlecht. Der Witz war auch schlecht. Ja. Das Einzige, was das gerettet hat, war halt die Lache. Nein, selbst die Lache fandet ihr blöd. Dafür hätte ich jetzt nicht würfeln brauchen, ganz ehrlich. Nee. Ich habe mir jetzt Gimmick Humor 1 gegeben. Das ist wichtig. Ja. Aber ja, Styx, dürfte ich dich daran erinnern, was passiert ist, als wir das letzte Mal in ein Gebäude gegangen sind, das nach Zivilisation aussah? Valide. Bisher seid ihr. Gebäude beinhaltet. Ja, aber seid mal ehrlich. Sieht dieses Gebäude nach Zivilisation aus? Bisher seid ihr. Nein. Ich klopfe mit einem Gebäude Null gegen ein Brett und breche es durch. Ihr seid in einen Schuppen reingegangen. Ihr seid in kein Gebäude reingegangen. Es ist schwerlich, als Gebäude zu bezeichnen. Nein, aber Styx hat vorgeschlagen, dass wir nach zivilisierten Gebäuden suchen. Ach, das ist doch ganz einfach, wir müssen nur nett zu den Leuten sein, wir müssen dann die 7 magischen Steine finden, ein uraltes Ritual, das Singen und Tanzen beinhaltet. Gut, wollt ihr den... Und ich rede weiter. Ich will einfach nur irgendetwas finden, an dem ich, damit ich nicht verhungere. Dankeschön. Ihr könnt nach oben zum Heli-Frack zurück oder ihr könnt weiter ins tiefere Insel, der Tiefen hinein in die Insel. Als er Essen erwähnt hat, hole ich mein Proteinpulver und halte es ihm hin. Hier. Was beinhaltet eigentlich dein Tagesablauf? Was? Was machst du normalerweise an einem Tag? Was machst du nach dem Aufstehen? Trainieren. Was machst du danach? Essen. Und danach? Trainieren. Und wenn es spät ist, was machst du dann? Schlafen. Müsste dein Tag also nur aus Schlafen, Essen und Trainieren? Ja. Ich erinnere dich mal an deine... Ich schaue es okay. Styx an. Er ist entweder ein Krimineller im Knast
Oder ist es einfach der reguläre Gym Bro? Ich erinnere dich mal an deine Background-Geschichte. Ich schaue Styx an. Das Tausch trainieren durch Arbeit und du hast meinen Tagesablauf. Und was habt ihr alle für monotone Tage? Mein Beileid. Ich stehe auf und dann schlafe ich wieder ein. Mhm. Was dazwischen passiert, wenn der Tag gut gelaufen ist, erinnere ich mich nicht daran. So ungefähr. Gut. Finde ich gut. Also ihr steht an der Küste und unterhaltet euch. Wir sollten weiter ins Innere aufbrechen. Wir sollten eine erhöhte Position suchen, die nicht aus diesem Schuppen besteht. Währenddessen fällt eine Latte vom Dach einfach runter. Wahrhaft. So ziemlich. Dann auf und so ins Innere. Die Hütte bricht auch gerade so ziemlich in sich zusammen, weil sie nur noch drei Wände hat. Die klappt gerade in sich zusammen. Wieso haben wir die Tür aufgebrochen, wenn sie drei Wände hat? Nein, das hat sie nur noch, weil wir die Tür aufgebrochen haben. Haben wir nicht die Tür aufgebrochen. Ihr habt die Wand aufgebrochen. So. Die Tür ist auf der anderen Seite. Das haben wir toll gemacht. Die Tür steht noch. Gut, dann ist jetzt leider mein übliches Ding getriggert. Wir sollten das Looten und Feuerholz mitnehmen. Harold, hast du noch deine Bratpfanne? Ja, und ich habe ein Feuerzeug. Ihr könnt looten. Könnt ihr gerne machen. Nachdem er das gesagt hat, nehme ich einfach das größte Stück Holz und nehme es einfach auf die Schultern. Ich klumpe mir jetzt erstmal das Inventar übergangsweise mit Brettern zu. Vielleicht braucht man sie. Ich würde mir ein relativ langes Brett holen. Würde es zur Wolze geben. Kannst du mir das in der Mitte durchteilen, also längs durchteilen? Ich probiere es. Würfel auf Faustkampf. Easy. Danke. Du hast es durchgeteilt. Ich habe glatt durchgeteilt. Yep. Ich habe jetzt einen Stab. Gut. Wie morsch ist dieses Holz? Nein, ich habe einen kritischen Erfolg. Der starke Jeep hat es durchgebrochen. Es war sehr solides Holz. Ich meine nur für den Stab. Wenn das sehr, sehr morsches Holz ist, dann hast du einen Stab, aber du hast den Stab nicht lange. Ja. Und der Schuppen ist quasi von selbst zusammengestürzt. Nein, ich hab die Tür eingebrochen mit dem kritischen Erfolg, deswegen. Ja. Gut. Also brauchbares Holz. Es ist gut, es ist brauchbares Holz. Alles klar. Ich habe auf jeden Fall ein Inventar voller Bretter. Ihr seht mich auch quasi auf dem Rücken so. Ja. Du trägst eine Sammlung an Brettern. In Latten hinter meinem Rücken. Ja, ich nehm's ihm ab. Harold hat eine Latte. Dann klumpe ich mir mein Inventar weiterhin zu. Besser haben und nicht okay. brauchen. Okay, ihr brecht weiter auf ins Innere der Insel. Wir gehen wahrscheinlich dann hier so den Hügel hoch. Als den Hügel hochkommt, ihr wollt nicht zum Heli-Fracht zurück oder wollt das noch looten? Das ist der story-relevante Teil, wir machen erstmal alles andere. Okay, also ihr wollt nicht zum Heli-Fracht. Nö. Genau. Okay, dann ihr geht weiter Richtung Insel, Inneres, also Richtung Land, von der Küste weg. Und ihr seht, wenige Meter von der Absturzstelle des Wracks entfernt, seht ihr eine Person, die dort, es ist da, also sie hat da irgendwie, es scheint so eine, von der Entfernung aus, würde ich sagen, so eine Art Stand, ist da irgendwie ein, also irgendwie ein Tisch steht dort, mit Sachen drauf, und eine Person dahinter. Hoppla, jetzt seht ihr alles. Nein, haben wir nicht. Wir sehen gar nichts. So, diese Person. Diese Person seht ihr dort. Wenn ihr euch der nähert. Die steht dort an einem aufgestellten Tisch. Dieser Mensch ist ja ein unangenehmer Geselle. Was ist auf dem Tisch? Warum habe ich das Bedürfnis, ihn wieder fallen zu bonken und auszurauben? Okay, ihr nähert euch dem Tisch, und ihr seht, dass der Tisch voller Waffen ist. Er hat dort eine ganz große, ein großes Sortiment an Waffen. Hat nicht so wirklich einen Revolver. Muss ich mal nachgucken. Also ein Revolver nicht, aber es ist Pistolen hat er dort. Dann will ich ihn nicht.
sind Pistolen verschiedener. Es sind auch Schwerter verschiedener Größen, Formen und Farben drauf. Darf ich ein Katana haben? Ein Katana hat ausgerechnet nicht. Erstaunlicherweise dann nicht. Dann hätte ich gerne ein europäisches Breitschwert. Den wollte ich gerade bringen. Das längste, was mit einer Hand führbar ist. Er hat tatsächlich es hat verschiedene Breitschwerter. Längste, das mit einer Hand führbar ist. Mit also einer Hand. Schwert. Mit einer Hand ist davon, also das, da hast du ein, da kann er dir ein gehärtetes Eisenschwert anbieten. Das ist einhändig führbar. Die anderen sind Zweihänder. Du kannst dich entscheiden zwischen einem gewöhnlichen Eisenschwert oder einem gehärteten Eisenschwert, also ein bisschen qualitativeren Schwert. Ah, ja. Das gewöhnliche Eisenschwert, das kostet dich 100 Pfund und das gehärtete Eisenschwert, das würde dich... Das teuerste, das mit einer Hand weiß, wie gesagt. Das teuerste, das gehärtete Eisenschwert, das kostet dich 200 Pfund und das kannst du jetzt haben. Ist bei denen noch keine Inflation angekommen? Guten Tag, guter Herr. Möchtest du das kaufen? Haben Sie zufällig auch... Willst du verarschen, ein gehärtetes Schwert? Weißt du, wie dämlich das ist? Das ist ein... Ja. Das ist ein gutes Schwert. Ein solides Schwert. Aber warum ist es dann hart? Dann bricht es doch durch. Ich wollte gerade sagen, du weißt, ich bin Metaller. Ich weiß, wenn das Ding gehärtet ist, du schlägst damit auf irgendwas. Herzlichen Glückwunsch, du hast quasi eine Glasscheibe gekauft. Es ist härter. Wir haben fucking Heliabsturz überlebt. Ich bin kein Metaller, es ist gehärtet sind meint, es ist da. Es ist härter. Es ist schärfer. Es ist das bessere Schwert. Das bessere. Gut, dann nehme ich das bessere Schwert. Die Glasscheibe. Ist das One-Hit-Wonder? Dann zieh dir 200 Pfund ein und kannst dir als Primärwaffe eintragen. Da gibt es in dem Charakterbogen einen Slot für. Du kannst dir für das bessere Schwert 5W10 plus 3 Schaden eintragen. The fuck? Wie viel kostet Maschinengewehr? Maschinengewehre sind auch dort, da musst du mal gerade nachgucken. 5W10 plus 5W10 plus 3. Och, das ist. Ein normales Schwert plus 3 Schaden. Wow. Ah ja, klassische Tabelle, klar. Es gibt Gewehre. Was für ein Gewehr möchtest du haben? Maschinengewehr. Das Beste, das ich habe. Es gibt ein Gewehr, das kostet 1000 Pfund. 1000 Pfund? Maschinengewehr. Ist die Munition auch dabei oder muss ich sie nochmal extra kaufen? Es ist ohne Munition. Wie viel kostet Munition? Hat er Munition? Stimmt, du hast hattest ja gesagt, du, die Waffe ist kaputt. Die hattest du Munition? Auf die Munition gefallen. Es gibt ein Maschinengewehr und es gibt auch Munition dafür zu kaufen. Aber ich hab meine Munition noch, mein Maschinengewehr ist kaputt gegangen, nicht meine Munition. Ja, das ist richtig. Ja. Du kannst dir zusätzliche Munition kaufen. 1000, also 1000 Pfund kriegst du, für 1000 Pfund kriegst du das Gewehr. Und für 400 Pfund kriegst du, wirst ein Magazin kriegen. Ich habe ein Trommelmagazin, das sind 100 Schuss, die nehme ich mit, die lasse ich da. Du hast kein Trommelmagazin. Hä? Du kannst gerne eins kaufen. Hey, ich habe doch noch eins, ist es nicht kaputt gegangen? Es ist ziemlich kaputt gegangen. Okay, also muss ich 1400 zahlen. Wenn du ein Gewehr mit Magazin haben willst, dann, ja, dann kriegst du das 1400. Dann habe ich das. Dann kannst du dir für das Gewehr 8W10 Schaden eintragen. Ja. Und Munition kriegst du für 400 100 Schuss und du kannst bis zu 5 auf einmal mit dem Gewehr. Nice. 100 Schuss hast du. Er hat keinen Revolver. Der hat keinen Revolver, aber verschiedene Pistolen. Aber die kann er nicht benutzen. Mein Skill heißt explizit Revolver. Das ist ein Unterschied.
Es wird alles gezielt. Richtig. Ja. Also, aber es hat, er hat dann, keine Waffe. Er hat noch verschiedene andere Waffen. Ja, aber die kann ich alle nicht benutzen. Also ignoriere ich das. Also du siehst Pfeil und Bogen, siehst du da vor dir. Damit kann ich auch weniger anfangen. Verschiedene Gewehre, Pistolen, Gewehre, Schrotflinten. Hat der gute Mann Kampfstäbe? Sekunde, muss ich mal nachgucken. So ein müsste er eigentlich haben. Oh, Alter. Er hat Morgenstern. Morgenstern. Nein. Nee. Ja, ein Morgenstern, nein. Nunchakus hat er. Es gibt Nunchakus. Hat der gute Mann Kettenwaffen, nice. Hat der Mann eine gute Hellebarde? Oder eine Pike? Oder einen Speer? Es gibt Speere, ja. Oh, es gibt Speere, dann nehme ich einen Speer. Das kostet 60. Was für ein Speer hat der gute Mann denn? Fragen wir mal so rum. Das ist ein relativ guter Speer. Ja, Mit einem großen roten Stiel und einer sehr spitzen Spitze. Und das da kannst du dir eintragen, 3W10 Schaden. Cool. Ich habe eine Frage. Frag die Frage. Da ich Shaolin Kung Fu als Fähigkeit habe, darf ich auch die Waffen des Shaolin benutzen? Wenn du so schon fragst, klassifiziere, was das für Waffen sind. Das beinhaltet. Wikipedia ist. Bitte. Das beinhaltet zum einen den Dreigliederstab, verschiedene alchemische Naginata, was auch immer der Plural von Naginata ist, einige andere Stabwaffen und das chinesische Schwert. Also Schwerter und Stabwaffen. Ja. Das darfst du. Wenn du es bei Kampf drin hast. Ja, hab ich. Dann werde ich wohl jetzt ein Nahkämpfer. By the way, du kannst auch einen Speer nehmen. Das gehört auch dazu. Es gibt auch noch andere Waffen. Ihr habt nicht gefragt, was es da für Waffen gibt. Könnt ihr ja mal gucken. Ich wollte doch gerade fragen. Gibt es dort? Was für Stabwaffen gibt es dort? Ich muss mal gucken. Speere gibt's, wie schon gesagt. Du kannst einen Nunchuku nehmen. Morgensterne gibt's. Ein Nunchaku ist keine Stabwaffe. Ein Baseballschläger gibt's dort. Ein Baseballschläger, das ist eine Stabwaffe. Das ist eine Keule, das ist kein Stab. Es gibt Streitkolben. Ist 2 Meter lang. Kriegshämmer, Macheten, Schwerter. Stabwaffen. Ich zähle es mal auf, was alles. Das sieht ihr, seht ihr ja vor euch. Es gibt Messer, es gibt Dolche, Speere, Steinschleuder, gibt's Nunchakus, Morgensterne. Klingenbumerang gibt's, auch ganz interessant. Ninja-Sterne, Baseballschläger verschiedener Art, Äxte gibt's, Streitkolben gibt's, Kriegshämmer gibt's, Macheten gibt's, Schwerter verschiedener Art, Federn liegen dort, Bögen, Pfeile, Pfeile verschiedener Art, also wenn du Pfeil und Bogen haben willst. Eine Armbrust liegt, verschiedene Armbrust liegen dort. Und dazugehörige Bolzen. Pistolen mit Magazin dazu, Gewehre mit Magazin dazu. Gibt es Schrotflinten? Revolver. Nein, es gibt keine Revolver, was stimmt, hast du bereits gesagt. Bomben, was ist das Schwert, das am nach einem mongolischen Breitschwert aussieht? Wahrscheinlich das europäische Breitschwert, was ich gerade in der Hand habe. Nee. Nein, mongolische Breitschwerter sind Säbel und die sind großes, nur einschneidig und leicht gekrümmt. Ja. Es gibt Macheten. Das ist nicht, wonach ich suche. Macheten sind zu kurz. Hast du nicht gesagt, dass du Säbel hast? Es gibt Schwerter. Es gibt Säbel, hab ich das gesagt? Säbel. Dann nicht. Dann hat er noch einen Speer. Es gibt Speere, es gibt aber große Schwerter, es gibt ein goldenes Schwert liegt dort, ein ganz großes Breitschwert, beschreibe bitte ein großes Breitschwert. Zweihänder. Das ist mir klar, aber beschreibe mir die Form, beschreibe mir die Schneidigkeit, es ist einschneidig, es ist zweischneidig, es ist gekrümmt.
Ist es ein normales europäisches beziehungsweise englisches? Es ist ein legendäres Barbarenbreitschwert. Barbarenbreitschwert und hat. Es sieht ziemlich scharf aus. Es sieht ziemlich gut aus. Ich muss das jetzt der Vollständigkeit halber fragen. Gibt es einen Dudelsack? Weil das zählt, glaube ich, schon als Waffe, oder? Nein, es gibt keinen Dudelsack hier. Gibt es Kampffächer? Nein. Ja. Nein. Aber warum nicht? Das hat er nicht im Sortiment. Ich kann einfach nichts von den Waffen, die es hier gibt, benutzen. Nein, du kannst einen Streitkolben. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ich habe keine Waffen. Du kannst ein Schwert mitnehmen. Ich bin du kannst gerne einen Streitkolben kaufen. Du kannst einen Schwert kaufen, wenn du möchtest. Schwere zählen auch zu den Schaudi-Waffen. Hat er denn Schlagringe? Valide. Ich hab 72 Klingenwaffen, wenn du jemanden einkaufen willst. Dann hätte ich gerne den dekadentesten Speer, den er da liegen hat. Du kriegst den dekadentesten Speer, den er dort liegen hat. Das ist wie viel habe ich zu bezahlen? Das ist ein sehr groß gemusterter Speer. Und der kostet 60. 60. Und ich zahle Pfund. 60 ja. Pfund. Vorzüglich. Damit ist hier eine 8. Du kannst dir einen sehr dekadenten Speer eintragen. Kannst du mir gerne beschreiben, wie du ihn findest. Der Speer macht 3W10 Schaden. Warum macht der Speer so wenig Schaden? Ich bin verwirrt. Weil Standardtabelle. Das ist ein Speer. Sie ist nicht gut gebalanced, aber das wissen wir ja schon. Dann ist jetzt nur die eine Frage, die wir noch haben. Wir haben jetzt alle Waffen. Das heißt, wir bräuchten noch wollen wir ihn jetzt einfach abschießen und verprügeln? Wollt ihr wirklich den Kampf mit ihm beginnen? Am Ende ist er questrelevant. Dann haben wir das Problem von Teil 2. Teil 1, Strich 2. Wen interessiert's? Sag mir, was ihr tun wollt. Er hat es abgezogen, er hat viele Waffen da. Warum nicht? Hat der gute Mann Drogen da? Nein, er hat Waffen. Hat er was anderes außer Waffen? Nein. Ja. Er hat Federn. Gut. Dann gehen wir halt. Genau. Okay, ihr geht. Nur damit ich es mir richtig vorstellen kann, also wir laufen über die Insel und da steht ein random Dude im Anzug mit einem großen Tisch voller Waffen. Ja. Das ist schon seltsam. Ja, aber nett. Man könnte ihn ja mal fragen, was er da macht. Ja, nee. Ihr geht weiter. Nein, Händler haben gefälligst zu schweigen und unser Geld zu nehmen. Ganz genau. Der war nett. Ihr lauft um eine Ecke des Hügels herum. Und seht dort eine weitere Person, die auch einen Stand dort hat. Sekunde, kann ich euch einbinden. Was verkauft diese Person denn? Ihr seht diese Person hier. Jesus Christ, meine Seele! es ist der Sohn von dem Letzten. Könnte gut sein. Er hat nur ein einziges Ding dort ihr seht nur ein kleines Ding dort zu liegen. Er hat leuchtende grüne Augen, was ist denn bei diesem Typ? Warum starrt er mich so an? Warum denkt dass wir 90 Schaden und die HP nicht regenerieren dürfen? Warum hat sein eines Auge keine Pupille? Sagen Sie, guter Mann, haben Sie im Pakt mit irgendwelchen übernatürlichen Kräften eingegangen? Und wenn ja, wo kriegen wir den? Nein, hat er nicht. Er antwortet dir nicht. Er zeigt auf das Item, was er auf deinem Tisch hat. Was hat er denn da liegen? Das ist eine sehr schön aussehende Handgranate. Langweilig. Es ist die heilige Handgranate. Ja, es ist die heilige Handgranate. Sie sieht exakt so aus wie die heilige Handgranate. Möchte die vielleicht unser Priester haben? Ich würde sie kaufen wollen. Für einen sehr geringen Preis von 16.000 und ein Pfund darfst du den gerne haben. Gibt es einen Grund, ihn nicht einfach niederzuschlagen und das Ding zu nehmen? Nein. Nur zu. Sollen wir? Gruppenabstimmung. Wollt ihr? Nein, wir sollten nicht. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, bestimmt 3 gegen 1, oder? Sag mir, was ihr tut.
Wojcik, du wollen draufhauen und zeig auf unseren guten Händler. Warum? Warum nicht? Warum? Einigt euch bitte jetzt. Ach ja. Sag einfach ja, wir wollen das alle. Also, er wartet darauf, dass die anderen auch was sagen. Also ich warte darauf, dass die anderen auch was sagen. Also nun, ich bin dagegen, dass wir ihn angreifen. Wir sollten erst einmal warten. Ich habe nicht wieder Lust, eine Hoteldame in ein gigantisches Monster zu verwandeln. Das war witzig. Aber anstrengend. Richtig, das ganze Abenteuer ist anstrengend. Ich sag ja, wir hauen ihnen eine rein. Gut, bitte einigen Sie sich jetzt. Und zwar zusammen, in einer Runde gleichzeitig drei Fäuste fliegen. Aua. Wollt ihr das wirklich machen? Dann würfel jetzt einen Angriff aus. Okay, ich schieß einfach. Tatsächlich mit meiner Stabwaffe einen Angriff würfeln. Achso, ich hätte einfach geschossen, weil zwei gegen einen. Macht irgendwas. Ich fechte. Oh Mensch, überraschend, ich treffe. Okay, du triffst. Ich treffe nicht. Dann würfel deinen Schaden aus. Okay, du triffst ihn, er geht zurück, er wird getroffen, er weicht ein bisschen zurück und er nimmt die Handgranate vor sich und zieht. Ich habe schon geschossen, aber... Er zündet die Handgranate. Ich habe während er zugeschlagen hat, habe ich eigentlich schon geschossen, aber ist okay. Er zündet die Handgranate, Sekunde. Du hast doch getroffen. Ja, ich habe auch getroffen, also ich weiß es. Du hast getroffen, dann würfel Schaden aus. Okay. Das ist untergegangen, ich hab's auch nicht mitgekriegt. Sorry. Das nächste Mal. Ich hab's jetzt nicht getroffen. Nee, ich hab getroffen. Dann würfel Schaden aus. Was W10, ne? Komm schon, viel Schaden. Holy shit, wie viel 62. Er geht getroffen zu Boden, seinen letzten Atemzug zieht er den Ring aus der Handgranate raus. Ich dachte, der steht auf dem Tisch. Die hat er sich gegriffen und in letzter Sekunde gezogen. Anne versucht heroisch auf diese Handgranate drauf zu hechten. Okay. Ich wirf mal aus. Okay. Sekunde, was passiert? Ich bin tot. Also wenn wir es realistisch betrachten. Nein, Sekunde. Hattest du so wenig Spaß heute? Nö, es passiert tatsächlich gar nichts. Es passiert tatsächlich gar nichts, das ist ein Blindgänger. Das Ding ist. Also haben wir jetzt. Ich fechte dich auf ihn ein. Er ist tot. Ich bin um die zwei. Ich bin erschossen. Das hält mich davon nicht ab. Ich mache seine Leiche. Kannst du gerne machen. Ich mache seine Leiche nochmal 37 Schaden. Okay, er hat jetzt minus 37 Schaden. Leben. Er ist jetzt 37 mal toter. Wollen wir weitergehen? Ich glaube, wir finden noch einen dritten und noch einen vierten Händler. Dann sollten wir weitergehen. Gut, dann muss ich mal gucken. Wollen wir nicht zurück zum Hubschrauber und Mund an. Okay, ich mache einen W100-Wurf. Oha. Wir haben gewonnen. Schlimmes Erfolg. Es passiert nichts. Schade eigentlich. Ja, sehr schade eigentlich. Sind wir eigentlich immer noch in diesem Grasland, oder? Hat sich das ihr lauft gerade weg. Die Marktgasse entlang. Im Grasland. Ich würde gerne weiter die Marktgasse im Grasland entlang. Ihr lauft weiter die Marktgasse im Grasland entlang und ihr findet tatsächlich keinen weiteren Händler. Oh, wie unangenehm. Ihr lauft eine Weile lang durch Grünes. Und ihr kommt, muss ich mal gerade nachlesen, ihr seht an der Küste, also wenn ihr über den Hügel geht, seht ihr einen Leuchtturm relativ in der Nähe. Oh, ein Leuchtturm. Wollen wir zum Leuchtturm gehen? Ich habe in mehreren Filmen gesehen, dass es dort Meerjungfrauen gibt.
Wir sollten einfach nur zu dem Leuchtturm gehen, um einen besseren Überblick über diese nächste gottverdammte Insel zu kriegen. Das ist keine so schlechte Idee. Jo, dann das auf ist zum Leuchtturm. Dann gehen wir auf zum Leuchtturm. Es gibt mehr Jungfrauen. Ja. Nein. Ja, die können ganz wunderbar singen. Ui, ich mag singen. Okay, ihr kommt... Dann singe ich Happy Birthday, aber richtig schlecht. Ihr kommt an... Ihr lauft eine Weile und kommt an dem Leuchtturm an. Ja, ihr seht, okay, kann das... Da habe ich ein Bild dafür. Ihr kommt an den Leuchtturm an und... Ihr habt einen Leuchtturm. Ja, da... Wow. Er hat eine Tür. Ja. Er steht vor einer Tür. Wojtek. Ich muss das mal. Kann es sein, dass die Tür etwa so 30 bis 40 Meter über uns ist? Er steht vor der Tür. Okay, ist die Tür abgeschlossen oder nicht? Du wirst versuchen, ja, die zu öffnen. Nein, natürlich nicht. Ich lasse das unseren Muscle versuchen. Okay. Okay, ich breche ein. Würfe auf Einbrechen. Ja, ich hab geschafft. Hast du geschafft, okay, die Tür war verschlossen, du reißt sie aus den Ankern. Du klopfst einfach nur an und die Tür fliegt dann die andere Hand. Ja, so ziemlich. Während ich mich an Wojtek vorbei drücke. Wozniak, danke. Wozniak, Entschuldigung. Hallo! Hallo, ist denn hier jemand in diesem wunderschönen Leuchtturm? Keine Antwort. Sehr gut. Was befindet sich denn in diesem Leuchtturm? Kostenloser Grundbesitz. Ihr findet eine Wendeltreppe, die nach oben geht. Befindet sich unten in diesem Raum irgendwas? Ein paar Kisten. Ich möchte die Kisten durchsuchen. Ich habe eine Brechstange, die zu einer Keule umfunktioniert wurde. Ich breche die Kisten damit auf. Ich möchte mindestens eine der Kisten angucken. Du hast schönes Holz. Es waren leere Kisten. Ich möchte eine der Kisten öffnen. Es ist, nicht, sind es? Es ist nichts drin. Sind es ruhige Kisten oder sind es eckige Kisten? Es sind eckige Kisten, aber es ist nichts drin. Als die langweilig. Bedauerlich. Gucken wir, ob oben was Interessantes ist, ansonsten fackel ich die Kisten ab. Sehr guter Plan. Die Kisten sind unser Lagerfeuer für heute. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Gruppe entwickelt sich zu einer kompletten Mörder-Hobo-Bande, oder? Nein, ihr habt den einen dumm und wenn ihr irgendwas sagt, dann macht er es. Ja. Ja, der. Ich finde das sehr gut. Ich unterstütze das. Ich bereue ein bisschen, keinen Pyromanen zu spielen. Was nicht ist, kann noch werden. Du darfst Charaktere spielen, wie du willst. So, ihr habt dort Kisten und ihr habt eine Treppe, die nach oben führt. Ja, wir haben gefragt, Ich gehe die Kisten mit gezogenem Schwert nach oben. Ich gehe die Kisten nach oben. Ja, du gehst die Kisten nach oben. Gut, ich steige auf die Kisten. Sehe ich irgendwas von da? Du siehst eine Wand. Ich möchte dir. Das ist eine schöne Wand. Eine sehr schöne. Ich möchte die Treppe nach oben gehen. Okay, du gehst die Treppe nach oben. Du kommst auf eine Ihr kommt auf eine Aussichtsplattform des Leuchtturms. Okay, sehen wir von dieser Aussichtsplattform etwas sowohl landeinwärts als auch zum Ozean gerichtet. Ja, ihr seht tatsächlich von der, ihr seht die ganze Insel, das ist keine sehr große Insel, groß genug, um, dass ihr da eine Weile unterwegs seid. Ihr seht den Ort, wo der Hubschrauber abgestürzt ist, dort unten die Küste mit den zwei Händlern, der eine liegt dort tot auf dem Boden, der andere steht noch mit dem Waffenladen. Und Sekunde, muss ich mal gerade mal gucken, was ihr überhaupt seht. Ihr seht. Schau mal, da ist ein Wal. Einen Wal seht ihr nicht, ihr seht, dass. Schade. Ihr seht, dass rund um die Insel ein regelrechter Jahrtausendsturm wütet. Während es auf der Insel beinahe windstill ist. Also ihr seid scheinbar im Auge des Sturms. Also auf der Insel weht kaum ein Wind. Es ist auch auf der Leuchtturmspitze relativ windstill. Okay, ich mach was Besseres. Schau mal das Wasser. Also, und außerhalb der Insel, rund um die Insel. Wurden also von diesem Professor verarscht
Und er hat uns jetzt hier auf dieser Insel eingesperrt. Rund um die Insel tobt ein Sturm. In einem Sturm. Apropos, ich würde mich mal oben umgucken. Sind denn da die Privaträume von dem Leuchtturmwärter? Es ist, da ist ein... gewöhnlich da. Ich würde erstmal beschreiben, was ihr auf der Insel seht, wenn ihr euch noch umguckt. Ihr seht verschiedene Orte. So ganz eindeutig könnt ihr das noch nicht beurteilen von der Entfernung. Also ihr seht aber, ihr würdet sagen, es gibt so auf dieser Insel 5 verschiedene Orte, die so ein bisschen abgegrenzt ist. Ihr seht einen Wald. Ein Wald müsste vorhanden sein. Lass mich raten, Vulkan. Ein Vulkan ist tatsächlich nicht dort. Schade. Einen großen Wald seht ihr, einen bedeckten Teil der Insel. Einen Friedhof scheint es zu geben, also so würde das zumindest sagen. Ihr seht auf einer Seite der Insel einen Steg mit einer verfallenen Fischhütte. Ein Steak? Da ist eine Fischhütte drauf. Ein kleines Dorf ist genau am anderen Ende der Insel. Hinten ist ein Dorf, ein kleineres Dorf. Wenn wir bei dem Dorf sind, ist es ein Dorf, das aussieht wie von normalen Menschen gebaut? Ich rede nicht von Eingeborenen. Von dort aus, wo ihr gerade seid, könnt ihr das nicht beurteilen. Sieht das Dorf weiß aus, will er damit sagen. Es ist auch schwarz. Würfel mal auf. Hast du irgendwie ein Fernrohr oder so weiter? Ich hätte Wahrnehmung. Ja, aber nicht von... Ich habe Wahrnehmung. Was habe ich? 22. Aber nicht vom Leuchtturm aus. So gut kannst du nicht sehen. Du hast keine Adleraugen. Aber ihr seht noch. Lass mich mal erzählen. Ihr seht relativ in der Mitte der Insel, seht ihr einen Steinkreis, so eine Art, könnte so ähnlich wie Stonehenge. Das ist so ein bisschen so Steinkreis. Und auch in der Mitte der Insel seht ihr einen großen Bogen, einen Steinbogen. Das scheint da irgendwie. Und da scheint irgendwie eine. Darf ich durch das Zielrohr schauen, weil es hat dreifachen Zoom normalerweise. Kannst du versuchen. Also, sehe ich dann eher, was das für. Beziehungsweise ich gebe die Waffe weiter und frage, schau mal da durch, vielleicht siehst du mehr. Ich nehme die Waffe, mach ein Auge zu, schau durch das Fernrohr in Richtung des Dorfes. Von der Entfernung. Das ist exakt an der anderen Ende der Insel, durch das du da, ob du das Fernrohr darfst. Die Insel nicht sehen. Geschätzt. Die ist groß genug, dass da ein Dorf und ein ganzer Wald und mehrere Sachen drauf sein. Ist zwar absehbar, aber... Cool, ich habe einen dreifachen Zoom. Ich sehe dreimal mehr als vorher. Wenn ich vorher ein Dorf erkannt habe, sehe ich jetzt das Dorf ein bisschen schärfer. Ja, du siehst Häuser in dem Dorf. Du siehst, dass du würdest meinen, also auch kleine Menschen, die dort rumlaufen. Cool, dann kannst du mir doch auch sagen, ob das Dorf aussieht wie von Eingeborenen. Oder ob es aussieht wie von einer Zivilisation. Es sieht aus wie ein. Es sieht ein schottisches Dorf, würdest du sagen. Es ist ein ungewöhnliches. Sind immer nicht eingeboren, oder? Also Eingeborene ja, aber es ist ein Menschendorf. Oh lol, jetzt ergibt der Dudelsack sogar tatsächlich Sinn, den ich vorhin wollte. Ich geb das Fernrohr zurück und sag, scheiße, die Schotten sind hier. Was? Verdammt, zu den Waffen. Okay. Und ich schieße einmal in die Richtung. Dein Schuss geht in der Ferne verloren. So weit kannst du nicht schießen. Hören die schon fast gedacht. Ein sehr leises schottisches Au. Nein, tut ihr nicht. Tut ihr nicht. Ich sehe mich zu Stix drüber und zeige in Richtung von dem Steinkreis. Sag mal, ist das deine neue Kult? Städte? Wenn du sagst, es ist Stonehenge, dann schlage ich dich. es könnte immer zu einer werden.
Bedenke, eine Religion ist nicht von einem Ort abhängig. Ein Glauben ist nur von den Leuten bedingt, die ihn glauben. Also ja, sobald wir hier alle konvertiert oder umgelegt haben. Ich glaube an das Spaghetti-Monster. Bist du dir da sicher? Ja. Nein. Okay, wo wollen wir zuerst hingehen? In der schottischen Dorf, zu dem Steinkreis, zu dem Steinbogen, zur Fischerhütte? Gehen wir erstmal ins Zentrum der Insel, wo ich schon Dinge vermute. Kurze Frage, den Steg plus Fischerhütte, das ist jetzt aber nicht der Steg plus Fischerhütte, wo wir am Anfang waren, oder? Ist ein anderer Steg plus Fischerhütte. Ach, ein anderer, okay. Es gibt hier mehrere. Haben wir unseren auch gesehen? Zwei. Ja, euren habt ihr, der ist relativ in der Nähe von dem Leuchtturm. Ah, den haben wir schon abgeschlossen, da ist schon... Da steht keine Hütte mehr. Stimmt, da war ja was. Die Hütte ist auf meinem Rücken. Auf dem Weg. Nein, auf meinem Rücken. Verteilt. Auf unseren Rücken. Und auf dem Weg ein bisschen verteilt, weil ich Platz für ein Schwert brauchte. Ach so. Nee. Und Moddys Frage von vorhin, um Harolds Frage von vorhin zu beantworten. Es gibt ein kleines Kabuff dort oben in dem... Ein kleines Leuchtturmwärterzimmer und was dort. Yeah, ich durchsuche es. Welche Tageszeit? Die Tür ist verschlossen. Welche Tageszeit? Ich brauch hier mal eine helfende Hand. Kann mal jemand die Tür aufmachen? Es ist aufmachen? Abend. Ich breche. Würfel aufbrechen. Ich hab's geschafft. Du. Ah, nee, warte, ich hab's nicht geschafft. Okay, du schaffst's. Du rennst gegen die Tür und. Und schaffst nicht, die Tür aufzubrechen. Nochmal die Frage, welche Tageszeit haben wir? Es ist Abend, wie ich schon beantwortet habe. Achso, okay, das habe ich nicht gehört. Ist unter dem Gerede von den anderen untergegangen. Ich will versuchen, die Tür mit dem Brecheisen, das ich immer noch in Form einer Keule bei mir trage, aufbrechen. Würfel drauf. Oder du gibst es mir und ich brech damit ein. Gut, ich geb dir das mit den Worten, sei vorsichtig damit. Krieg ich dann Bonus? Nicht mit der Tür. Weil ich jetzt ein Tool habe, mit dem es einfach geht. Hallo? Das war die Frage. Wie viel Bonus kriege ich jetzt, weil ich jetzt erleichtert kriege? Kriege ich jetzt erleichtert, weil ich habe ein Brecheisen jetzt, mit dem ich es einbrechen kann, wenn ich es nochmal probiere? Du darfst auch Brecheisen würfen. Punkt X stopped working. Nein, du kriegst das nicht erleichtert. Hä? Warum? Gut, ergibt Sinn, sicher. Gut, akzeptieren wir. Okay. Ich dachte, ein Brecheisen hilft beim Einbrechen. Da ist überaus selten tatsächlich Strukturschaden. Gebt, ich schlag mit meinem Schwert auf das Schloss ein. Würfel drauf. Gut. Ob ich wohl treffe? Ich treffe. Bedenke, du hast dein Schwert. Du zerhaust die Tür. Aus. Du zerhaust die Tür. Passiert etwas. Die Tür ist offen. Gut, ich gehe rein und gucke mich um. Du findest ein Bett, also es ist ein kleineres Zimmer, da ist nicht viel los dran. Du findest ein Bett und du findest eine große Truhe. Und ein Regal mit Büchern drin. Ich versuche die Truhe zu öffnen. Anne würde sich das Bett legen. Die Truhe hat ein Schloss davor. Brechen. Okay, brechen. Das Schloss, oder? Ja. Geschafft. Du wirst in die Truhe einbrechen. Okay. Ja. Wie gut hast du es geschafft? Ein Tritt von oben. Vielleicht. Wie gut hast du es geschafft? Ziemlich gut. Es ist aber kein kritischer, glaube ich. Aber es ist trotzdem. Okay, du zerbrichst die Truhe. Du knackst das. Also das Schloss ist noch heiler. Du schaffst aber die Truhe zu öffnen. Ich bin ziemlich gut, genau das Gegenteil von dem zu machen, was ich möchte. Aber es trotzdem zu schaffen. In der Truhe sind ein paar. Sind Papiere. Ein bisschen. Sehen. Gut, ich kann nicht lesen. Ich würde die Papiere kurz überfliegen, ob da irgendwas Interessantes drauf ist. Gekritze und Gekrake scheinen persönlich Notizen zu sein. Ich nehme mir ein Blatt und mache. Ich kann nicht lesen. Gut.
Darf ich auf irgendwas versuchen, es zu entziffern? Du willst wirklich, dass ich leide, oder? Doch, ich hab's geschafft! Das fandet ihr alle sehr lustig, dass er nicht lesen kann. Lacht jetzt mit so. Das ist lustig, weil es wahr ist. Ich kann wirklich nicht lesen. Ja gut, wie gesagt, darf ich auf irgendwas würfeln, um die Schrift zu entziffern? Hast du irgendeinen Wert auf Lesen oder so? Basiswert, aber der ist recht hoch. Ich hab was auf Lesen. Dann lass den lesen, der lesen kann. Die lesen. Ich hab insgesamt 25 auf Lesen und Schreiben. Ich hab 50. Dann würfel einer da. Ich hab's nicht geschafft, ich hab die Zahl des Teufels gewählt, aber nicht geschafft. Ich sehe, dass ihr mit Papier rumfummelt. Wollt, kann ich die mal kurz haben? Okay. Und ich gebe ihr mein Blatt und auf meinem war eigentlich nur war eigentlich nicht draufgeschrieben, sondern war einfach nur Kritzer. Wow. Gut, ich kann es auch nicht lesen. Ihr könnt es nicht lesen, das ist wirklich eine kakelige Schrift. Gut, irrelevant. Sondern ich gehe nochmal ganz kurz die Büchertitel durch, ob irgendwas interessant klingt. Es sind verschiedene Märchen- und Romanebücher. Ist da nichts. Gut, nichts Interessantes. Dann nichts würde ich die Bücher nehmen, würde sie ebenfalls mit dem Papier auf dem Boden verteilen und mir denken. Bücher über Schottland. Ich würde mir denken, ja, scheiß auf die Insel, würde das Feuerzeug anmachen, würde ein Papier anzünden. Warte, auf den Boden werfen und gehen. Warte. Nein, wir wollten hier schlafen. Das ist jetzt zu spät, es brennt. No, wait a second. Ich sehe, was im Pen and Paper Abenteuer gemacht wurde, Bett brennt. Auf und versuche es auszutreten. Würfel dir Schaden aus. Du Excuse me? Dein Hosenbein brennt. Echt unbeholfen. Alter, what the fuck ist denn das für ein Bullshit? Habt ihr etwa nicht dran gedacht, eure Schlafdinge mitzunehmen? Gut. Die Hütte fängt an zu brennen. Die Hütte nicht, aber es ist den Raum. Wir sind in einem steinernen Leuchtturm, mein Freund. Deshalb habe ich auch die Bude. Ja, es wird jetzt ziemlich stickig dort drin. Das ist da. Ich gehe runter. Wollt ihr rausgehen oder wollt ihr an Crime-Vergiftung sterben? Ich gehe pfeifend raus und denke mir die ganze Zeit, fick diese Scheißinsel. Ja, ich gehe auch raus. Warum willst du Sachen anzünden? Warum? Es leuchtet schön von da. Scheiß auf diese beschissenen Inseln. Es passiert relativ wenig. Die Hütte ist jetzt ausgebrannt. Das Ding ist jetzt ausgebrannt, aber die Leuchtturm ist so stein. Haben wir oben offen gelassen? Er leuchtet ein bisschen mehr. Haben wir eigentlich oben offen gelassen, als wir draußen waren? Oder haben wir es nicht gemacht hinter uns? Ja, wir haben alles offen gelassen. Ja, okay, dann müsste der Rauch hier wieder rausfliegen. Das heißt, wir können danach wieder rein. Ja, komm. Es brennt erstmal aus. Das schöne Bett. Das ist ausgebrannt. Okay, also ihr geht runter. Geht vom Leuchtturm runter. Okay, ja, ihr verlasst den Leuchtturm, geht weiter in die Insel hinein, denke ich. Ich habe eine großartige Idee. Lasst uns auf dem Friedhof nächtigen. Ich habe dran gedacht, meine Hängematte und meine warme Decke mitzunehmen. Es wird langsam Nacht, die Sonne geht unter. Wir können. Wollt ihr jetzt hier im Leuchtturm schlafen oder wollt ja, ihr weiter? Zur Not unten im Leuchtturm, da dürfte der Rauch nicht rein drin sein. Ja, stimmt. Ich spanne irgendwo zwischen zwei Kisten meine Hängematte auf und leg mich schlafen. Die Kisten, die du kaputt gemacht hast. Ich leg mich auf, Harold. Legst dich auf, Harold? Das Holz, das ich mitschleppe, tue ich einfach in eine Ecke und sag, hier, Holz. Und lege mich auf den Boden, nehme meinen Teddybären und lege mich curle mich so in Embryostellung Schlaf ein. Das kannst du machen. Ja, ich hab einen Teddybären. Das sind nur Muskeln, oder? Also ich sag mal, rutsch mal und leg mich ebenfalls in die Hängematte rein. Sicher. Ja, zünde dich an. Und miau aus. Und Anne schläft auch, oder? Ja,
Ich schlafe neben Harold oder auf Harold, je nachdem. Und der andere, der sich noch nicht schlafgelegt hat, der vierte im Bund. Styx schläft mehr oder minder auf dem Boden. Neben auf dem. Einem, naja, auf einer Kombination aus einem Mantel, einer Extrarobe und einem und als Decke einen Seidenkimono. Du legst dich neben Wozniak. Mit genügend Abstand, dass ich nicht in der Nacht von diesem Riesen überrollt werde. Ich bin fast 10 Meter groß, also nicht mal so unwahrscheinlich. Du bist. Siehst du? Du bist 1,90. 1,90, ja, sag ich doch. Hm. Und ich bin auch 1,90 breit. So ziemlich. Du bist das laufende Rechteck. Gut, ihr schlaft und. Ich schlaf so ziemlich. Laufender Würfel. Ihr schlaft dort ziemlich gut und ja, ihr könnt erstmal. Regenerieren zwei, wir. Ihr könnt regenerieren, ihr könnt 2d10 Schaden regenerieren. Ihr habt ziemlich gut geschlafen. Harold ist ein sehr gute Schlafgelegenheit. 13. Ich hab tatsächlich jetzt plus 2 Leben. Nein, hast du nicht. Ich weiß. Okay. Bei 100 ist. Ich hab fast meinen kompletten Schaden regeneriert. Ah, nee. Das ist gut, du hast also sehr gut geschlafen. Ah, nee, plus 6, sorry. Nee, du hast nicht plus 6, du hast. Schade eigentlich, es hätte fast funktioniert. 2d10 Schaden, bitte. Du hast jetzt 6 Rüstungen. Ja, genau. So. All die regenerieren wollten, haben regeneriert. Ihr erwacht am nächsten Morgen und ja, ihr riecht ein bisschen Qualm. Es hat oben auf dem, es hat auf dem Leuchtturm oben gebrannt. Es riecht verqualmt. Jo, ist halt so. Ist halt so, weil er auf der Karte. Hauptsache der hier wohnt, wird nicht mehr glücklich. Und wollt ihr weiter aufbrechen oder? Wahrhaftig. Auf zum Zentrum der Insel. Wo wollt ihr hin? Ihr habt vom Leuchtturm oben aus Stein. Mehrere Punkte gesehen. Ja, Steine. Zum Steinkreis. Zum Steinkreis. Ja, Steine. Okay, da müssen wir gerade mal gucken. Das ist wahrscheinlich der denkbar schlechteste Ort. zu dem Steinkreis oder zu dem, zu dem... Kreis. Steinkreis. Zum Steinkreis. Okay. Da muss man gucken. Gut, dass ich mir markiert habe, wo was ist. Steinkreis, ja genau. Bin jetzt ein Bild von Stonehenge gekommen. Ja, da habe ich tatsächlich ein Bild. Nein. Bitte mit Touristen. Bitte mit Touristen. Habe ich da ein Bild? Ja, hier habe ich ein Bild. So sieht das da aus. Okay, es ist mehr, es ist da ja, ist nicht so, ist da Teile, ist noch, es neben dem Steinkreis noch da, ist wohl eine Ruine von. Ach so, es ist nicht nur ein Steinkreis, es ist die Ruine einer ganzen Kathedrale. Es ist, ist eine kleine Kirche, es ist eine kleine Kirche gewesen, aber so, wenn so, es ist auch eine kleine Kreis Kirche. Es sieht gerade nicht nach, es ist eine Ruine. Das ich Bild, lese Spuren. Gerade nicht zeigt, gleichzeitig. Sieht nach kleiner Kirche aus, es sieht aus wie Kathedrale. Ich es habe ist, eine 6 bei Spuren. Was auch immer da mal war, es ist da nichts mehr da. es ist Freiluft. Ich habe Spuren gelesen und ich habe es geschafft. Sehe ich irgendwas Wichtiges? Irgendwas, was verdächtig ist? Muss ich gerade mal gucken. Du siehst an der Stelle, wo der Altar auch ist, ein Altar, der noch erstaunlich gut erhalten ist. Oh ja, ich würde gerne zu dem Altar gehen, Wissen Religion oder Wissen Spirituelles würfeln und evaluieren, was das denn ist. Dieser Ort. Dann tu das. Ich war erfolgreich in meinem Wurf. Ja, du
Du siehst, was auch schwer zu übersehen ist, dass sich der Altar im Gebrauch ist. Und das scheint für dich ein Opferaltar zu sein. Es liegen spitze Gerätschaften irgendwie rum, mit denen wohl Sachen geopfert werden können. Und du siehst dort liegt eine Schriftrolle auf dem Altar. Noch nicht anfassen. Erst einmal, kann ich das irgendeiner mir bekannten Religion zuordnen? Nein. Dem Christentum. Das ist eine Kirche vom Christentum gewesen, aber... Es geht mir um diesen Altar. Sind auf diesem Altar Symbole, die ich dem Christentum zuordnen kann? Liegt deine Bibel zum Beispiel? Ja, das war ursprünglich ein Altar des Christentums. Es geht mir um die momentane Aufmachung dieses Rituals. Das Ritual ist offensichtlich nicht von den Christen. Wenn es Kinder waren, die geopfert wurden, kann es durchaus sein. Aber es ist es nicht. Es ist keiner Religion zuordnbar, keinem Kult, keiner. Okay. Es ist was Neues. Gut, dann Schriftrolle anfassen. Schriftrolle erstmal betrachten. Okay, es ist eine Schriftrolle. Der Koran. Ist sie zusammengerollt? Ist sie ausgerollt? Sie ist zusammengerollt. Was? Kannst sie entrollen. Sie ist mit einem feinen Bändchen umrollt und da ist da. Gut, dann gilt es, sie vorsichtig zu nehmen und würdevoll zu entrollen. Okay. Da steht Text drin. Würfel auf würdevoll entrollen. Nein, da steht Text drin. Gut, leserlich, den kannst du lesen. Was steht du dort? Liest, da steht drin 5 Prüfungen des Willens. Prüfung des Opferungswillens. Beweist euren Willen, für eure Ziele Opfer zu erbringen. Durch nichts Geringeres als euer selbst. Nun ist die Zeit gekommen, da ihr einen aus eurem Team erwählen müsst, als Opfergabe zur Besänftigung des großen Sturms. Liest du das vor, Styx? Nein. Da steht dort drin. Okay, schade, ich wollte gerade schon angreifen. Gut, Styx steckt die Schriftrolle ein. Sehe ich das, dass Styx eine Schriftrolle... Ich möchte gerne auf Heimlichkeit würfeln, ich möchte das gerne heimlich tun. Okay, würfel auf Heimlichkeit und da was hast. Ich habe es leider nicht geschafft, zum Glück nicht kritisch verfehlt. Okay, du schaffst. Ich würde gerne auf Wahrnehmung würfeln. Würfel auf Wahrnehmung, ob du das schaffst. Mach ich auch. Hab's nicht geschafft. Hell no. Okay, du siehst das nicht, wie er sich das einsteckt. Er macht's relativ offensichtlich, aber du siehst es trotzdem nicht. Ich schau gerade einfach nach oben und sehe einfach die Wand. Wow. Ja. So in etwa. Ja, cool. Also, magst du es nochmal vorlesen, was da drauf stand? Willst du es nochmal lesen, oder? Wir haben 5 Prüfungen. Okay, gut, ja, du bist einfach uns umbringen. Wir haben 5 Prüfungen. 5 Prüfungen. Und das ist anscheinend die erste, okay. Prüfung, weiß nicht, ob das die erste ist, aber das ist die erste, auf die ihr getroffen seid. Ja. Prüfung des Opferungswillen. Beweist euren Willen, eure Ziele Opfer zu erbringen. Durch nichts Geringeres als euer selbst. Nun ist die Zeit gekommen, da ihr einen aus eurem Team erwählen müsst als Opfergabe zur Besänftigung des großen Sturms. Also jetzt nochmal die Frage, wissen wir anderen das jetzt auch? Oder nein, tun wir nicht. Nein. Okay. Hm. Styx macht einen kleinen Rundgang. Ansonsten hätte ich schon einen Plan. Wir adoptieren einen Schotten in unser Team und opfern ihn. Genau, den hatte ich auch. Styx geht erstmal durch die Ruine flanieren. Ich möchte gerne auf Wahrnehmung würfeln, gucken, ob ich irgendwas Interessantes finde. Ich habe schon auf Spuren lesen, deswegen. Ich habe am Anfang an gesagt, ich durchsuche die Kirche. Also wenn was zu finden ist, dann finde ich das. Ich habe einen kritischen Erfolg gewürfelt auf Wahrnehmung. Ja, du siehst da nichts weiter. Das Interessanteste ist hier der Opferaltar. Gut. Ich komme wieder. Ich nehme die Schriftrolle aus und verkünde, was ich gerade gefunden habe. Okay. Ich möchte das gerne im Roleplay verkünden. Werte Mitreisende, ich habe mir gerade diese Schriftrolle angesehen, die auf dem Altar lag.
Und sie beinhaltet besorgniserregende Nachricht. Sie erzählt uns von insgesamt 5 Prüfungen, die zu bestehen seien. Dies hier ist die Prüfung des Opferungswillens und es gilt, einen aus unserem Team zu opfern, um den Sturm zu besänftigen. Ich bin noch nicht sicher, für wie glaubwürdig ich diese Quelle halte. Allerdings behaupte ich, es gibt hier Leute, wir könnten jemanden davon adoptieren und ich mach's freiwillig. Was, dich opfern? Ja. Nein. Nach dem, was wir auf der letzten Insel erlebt haben, möchte ich das nicht nochmal tun. Ja, vielleicht könnt ihr euch auf der Insel umgucken, vielleicht gibt's noch eine angenehmere Prüfung. Wahrhaftig, ich bin dafür, es ist die Rede von 5 Prüfungen. Ich behaupte, wir sollten uns zu den anderen aufmachen und diese Schriftrolle erst einmal mitnehmen. Ich würde behaupten, wenn sich jemand freiwillig jetzt opfern möchte, soll derjenige sagen. Nein. Ja, ansonsten nicht. Ja. Nein, ich gut, verbiete ihr geht. Es. Er verbietet es, ihr geht also weiter. Aber es hieß doch, dass wir unser Wille zeigen sollen, unsere Aufgabe zu erledigen. Unsere so, Ziele zu erreichen. Ja, stand unsere, Ziele, zu erreichen. Unsere Ziele zu erreichen. Stand ja nicht dran, wann. Mein Ziel ist jetzt erstmal die Mörder-Hobo-Tour weiter durchzuführen. Ja. Genau. Meines auch. Let's go. Eigentlich werden diese ganze Insel ruinieren. Wir werden alle umbringen. Außer den Waffenhändler, der war sympathisch. Okay, ich würde mal tatsächlich sagen, um mal ein bisschen Ruhe in das die Dinge reinzubringen, machen wir gerade mal eine kleine Pause. Danach können wir mal weitermachen. Okay. Also wird's nicht besser machen. Nein, wird's nicht. Es wird nur schlimmer werden. Ja. Es wird nur noch schlimmer. Aber wir machen jetzt eine kurze Viertelstunde Pause bis 20.15 Uhr. Das wird schon. Ich hab grad meinen Spaß. 20.15 Uhr geht's weiter. Bis dann. Bis gleich. Bis dann. Bis später.